Stempelharmonie. Ich habe heute so ein kleines DIY für euch, aber ich mache es nicht mehr während des Videos, sondern ich habe schon fertig gebastelt. Und zwar gestern, vor der Arbeit und nach der Arbeit, und bin endlich fertig geworden. Und zwar wollte ich unbedingt so kleine Souvenirs eigentlich aus unserem letzten Urlaub machen. Wir waren ja in Florida vor 2 Wochen ungefähr. Wer mich auf Instagram folgt oder wer mir folgt, der hat unsere Urlaubsfotos schon gesehen. Das hier sind so ein paar Urlaubsfotos von dort. Und ja, und da habe ich halt ganz viele Muscheln gesammelt. Guck mal, ob ich die jetzt reinkriege. Hier am Strand, das war in Bonita Springs, genau. Also sehr, sehr schöner Ort. Und der Strand dort besteht aus Muscheln. Alles Muscheln, überall. Wir haben einen Strandspaziergang gemacht und haben ganz, ganz viele Muscheln gesammelt. Und ja, ich wollte da halt nicht einfach nur was kaufen, weil da gibt es denselben Schnulli, wie es überall gibt. Also immer dasselbe. Steht bloß dann Florida drin, dran. Und da dachte ich mir, machst du es selber. Aber aus gesammelten Muscheln direkt von Florida. Ja. Und natürlich mit unseren Urlaubsfotos, weil ich finde, wäre auch mal was Schönes, wenn die Leute ein Bildchen von uns kriegen. Also ich würde mich immer freuen, wenn irgendwer mir ein Bild von sich schickt, schenkt. Weil ich selber bin fotofaul, so generell. Und ja, habe dann nicht immer Lust, die Kamera zu zücken. Aber diesmal habe ich es halt gemacht. Im Urlaub war halt kein anderer dabei. Ansonsten hätte ich halt auch von anderen gerne die Fotos. Ja, wie auch immer. Hier klebt wieder überall der Kleber von der Klebepistole. Also, was ich an sich so zeigen möchte, ist, dass man sich so eine Deko sehr, sehr schnell selber machen kann und sehr einfach auch. Und ich habe hier in jedem Bilderrahmen ein bisschen was anderes verwendet. Ich habe hier zum Beispiel so eine Perlen, die kann man eigentlich fürs Armband verwenden, zum Beispiel wie so ein, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, Pandora-Armband. Ja, zum Beispiel, ist aber jetzt keine Werbung oder so. Genau, da passen die zum Beispiel rum, die habe ich, glaube mal von Amazon oder irgend so gekauft. Und die kann ich nicht mehr verwenden oder ich verwende die nur zum Basteln halt. Ich will sie nicht ums Armgelenk tragen. Ums Handgelenk, also nicht als Armband tragen, sondern ich möchte sie verbasteln. Und da hatte ich dann halt auch hier so eine hübschen Chrom-Dinger, Anhänger, wie gesagt. Und ja, die habe ich dann halt auch verwendet, hier zum Beispiel. Ne? Und dann habe ich, war ich bei Kick oder Teddy oder Action oder wie auch immer. Und da gibt es hier immer mal so Muschelzeugs in so einer Box mit verschiedenen Muscheln und alles Mögliche, was damit dran ist. Die Muscheln habe ich jetzt natürlich nicht verwendet, weil ich habe die vom Strand verwendet. Aber hier gibt es so ein paar Extras. Hier war dann noch so Band, also so eine Deko, so eine Hängedeko. Die habe ich dann einfach zerschnitten und habe nur das Band verwendet. Übrigens hatte ich mit diesem Kram auch schon so Bilderrahmen, also Keilrahmen gemacht. Darüber gibt es auch ein Video, oder davon gibt es auch ein Video, verlinke ich euch, wenn ich dran denke. Und da habe ich auch hier einfach irgendwelche Deko genommen, die ich da hatte, die sich angesammelt hat. Hier so eine Teile, das ist Treibholz, glaube ich. Dann hat man hier so eine halbe vertrocknete Fruchthülle. Oder was auch immer das ist. Hier so ein Schwamm, nennt man das, glaube ich, Seeschwamm, Meerschwamm, wie auch immer. Und hier ein bisschen Bambuskram und so weiter und so fort. Ich habe hier sogar Schmuck drin und hier so ein Muschelarmband, das habe ich zerschnitten und habe hier die kleinen Perlen genommen. Und ja, also, da hat man mal kurz nichts gesehen. Ja, man kann wirklich alles Mögliche sammeln und alles Mögliche auch verwenden. So, und da habe ich hier zum Beispiel, also ähnlich gemacht eigentlich jeden Rahmen, aber wie gesagt, dennoch ein bisschen was anderes. Also ich habe hier meistens immer eine Muschel unten, eine Muschel oben. Dann hier so ein Treibholz und dann darum halt so eine Bastkordel oder wie man die nennt, rumgewickelt zweimal.
Und dann den Zwischenraum eigentlich nur ein bisschen gefüllt. Also hier war noch so ein Stück von so einer hohen Frucht, wie gesagt, so eine Schale. Hier habe ich noch ein paar. Oh, hier hängt ein Kleber dran vom Weinschnitt. Muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen abmachen. So. Und dann, ach so, hier ist so ein Stoff. Habe ich den jetzt? Ja, hier hoch. Da hängt vielleicht noch was anderes dran. Hier so eine Stoffrolle, die habe ich glaube ich auch aus dem Kick. Da gab es öfter mal so eine Rollen. So Deko-Stoff ist das einfach. Oder genau wie hier, sowas hier ist ja auch nur so ein Deko-Stoff, ne? Einfach zerschnitten und ja, mitverwendet. Und den Stoff kann man zum Beispiel auch so ein bisschen reißen und ja, einfach so drunter gemacht, damit es halt dieses Beach-Feeling, dieses ja, Meer-Feeling nochmal so ein bisschen zum Vorschein bringt. Hier sind halt auch Perlen dran von einem Armband. Dann habe ich kleine Muscheln mit reingepackt. Dann habe ich hier so eine Schleife aus einer anderen Kordel gebunden und da dann immer so einen kleinen Anhänger gemacht. Hier habe ich zum Beispiel einen Baum, der soll für Familie stehen, wie so ein Familienbaum zum Beispiel. Das Bildchen hier kriegt zum Beispiel meine Schwiegermama zum Geburtstag, beziehungsweise meine Schwiegereltern, weil die haben ja beide was von. Und deswegen kommt da dieser Baum hin. Und ja, dann habe ich hier sowas noch gefunden, aber das war das Einzige. Und ja, das hängt jetzt hier mit dran. Diese Muschel habe ich immer meistens, glaube ich, verwendet. Die finde ich so schön, waren aber auch sehr selten, dass ich die gefunden habe. Aber eigentlich so gut wie fast jeder Bilderrahmen hat eine bekommen. Ja, ziemlich. Einer nicht, warum auch immer. Genau. Und dann einfach gefüllt und das ist alles angebracht mit, sag schon, Heißkleber. Ja, also wenn ich sowas mache, dann immer der Heißkleber auf jeden Fall. Wie gesagt, die Zwischenräume halt so mit kleineren Muscheln und Perlen. Hier meine Muschel umgedreht, weil ich die von innen ganz schön fand. Die muss man ja nicht immer von außen sehen, sondern wenn sie von innen schön aussieht, dann kann man sie auch von innen zeigen, ne? Und so hat man dann einen individuellen Bilderrahmen. Und keiner ist gleich wie der andere. Hier habe ich zum Beispiel eins, das ist jetzt so für eine Freundin aus einem Dreier-Freundeskreis. Die haben alle eine Uhr. Soll stehen wie für Freundschaft, also für lange Freundschaft. Und hier habe ich zum Beispiel, wenn man das sieht, hier so eine Muschelscheiben verwendet, die türkis gefärbt wurden. Dann habe ich hier auch weitere Anhänger fürs Armband verwendet, so ein Türkis, einfach passend. Und hier diesen türkisen Dekostoff verwendet, trotzdem noch diesen anderen Stoff hier. Hier auch ein paar mehr Muscheln mal von innen noch gezeigt, einfach weil das erstens gut reinpasst und weil das zwei, also hat gut die Lücke gefüllt und zweitens, weil das eben schön nach vorn bringt und einfach das Bild verändert und ich finde spannend macht. Ja, dann hier hinten nochmal so eine Kordel ein bisschen auseinandergewickelt. Das habe ich eigentlich auch bei fast jedem Bild gemacht und dann so als Abstoß hingemacht. Und bei mir da die Lücke zu doll war, zu groß, dann halt noch eine Perle dazwischen gemacht, so wie hier. Einfach um die Löcher ein bisschen zu schließen. Ja, und so ist der. Dann habe ich zum Beispiel für meine Freundin, meine beste Freundin, die hat hier diese zwei Vögelchen gekriegt. Ja, da kann man jetzt natürlich mehrere Sachen interpretieren. Einerseits als Best-Friend-Vögelchen oder als Pärchen-Vögelchen, wie auch immer, wie man auch immer das nimmt. Fand ich aber sehr süß. Und sie steht sehr auf Lila, also habe ich geguckt, was ich alles in Lila habe und habe das mit aufgebracht. Habe auch hier die Muscheln, die halt sehr lila sind, halt verwendet. Ja, ansonsten das Grundprinzip mit den zwei Muscheln an den Ecken und dieser Schleife und diesem Teil ist relativ gleich geblieben. Hier habe ich noch das eine Armband auseinandergeschnitten und andere Muscheln noch mit drauf gemacht, die halt vom Armband stammten. Noch ein paar Perlen und hier ist auch wieder so eine hübsche dabei. Und hier ist nochmal eine andere Perle von einem anderen Armband. Also ich habe einfach alles genommen, was ich so finden konnte. Dann habe ich hier eine, das ist auch
für eine Freundin aus dem Dreiergespann, deswegen wieder diese Uhr. Habe ich andere Kugeln genommen von einem anderen Armband, auch wieder diese Muscheln hier in, oder die Muschelstücke, Perlmuttstücke in Türkis verwendet. Hier wieder ein paar umgedrehte Muscheln. Und ja, der sieht so aus. Hier ist das letzte aus dem Dreiergespann. Da sind wieder verschiedene Perlen noch mit bei. Ja, und der Rest wiederholt sich so ziemlich. Also es sind, die Anordnung ist immer ein bisschen anders. Die Muscheln, wie ich sie hingelegt habe. Hier sieht man noch mal schön so eine, so lilanen Muscheln. Und von hinten her, also von unten, finde ich sehr hübsch. Dann habe ich hier wieder ein Bäumchen. Das heißt, das kriegt er mein Papa. Ja, das war für Papa und seine Frau. Und da habe ich halt auch wieder so eine andere Muschel von dem anderen Armband. Dann anders förmige Steinchen, die eigentlich zum Armband gehören. Also Anhänger meine ich, hier von diesem Set hier. Und nochmal so ein anderes Kügelchen und ein paar mehr kleinere Muscheln so umgedreht reingemacht. Also ich fand das sehr hübsch. Also jeder ist wirklich anders geworden. Hier habe ich das mal ganz auf der anderen Seite gemacht, einfach weil das Foto so sehr linkslastig ist. Da habe ich das eben alles rechts gemacht. Das ist das einzige Röschen und das ist für meine Mama. Die steht so sehr, also wenn ich an Mutti denke, denke ich an Romantik. Sie ist da so ein bisschen, ja, steht irgendwie für Romantik, finde ich. Und ja, habe da so eine andere Frucht, so eine Hülse davon benutzt, die auch in diesem Set drin war, wo die Treibhölzer mit drin waren und die anderen Muscheln, halt von Tedigo oder Kick oder wo auch immer. Müsst ihr mal die Augen aufhalten, es gibt immer irgendwo irgendwas, was mit sowas zu tun hat, also so eine Deko. Ja, und dann wieder diese verschiedenen Perlen. Auch wieder ein bisschen Türkis mit drin, mit diesem Stoff und diesem anderen Stoff. Und hier nochmal ein Rahmen, also eigentlich im Prinzip wieder ähnlich, so ziemlich sehr ähnlich. Also ihr seht, es ist an sich ähnlich, aber die Lücken habe ich meistens gefüllt mit anderen Perlen. Ja, also so, dass jeder wirklich irgendwie gleich aussieht und nicht gleich, individuell aussieht und jeder Rahmen halt ein gewisses Etwas hat. Und die Rahmen an sich natürlich, also die stehen auch wunderbar, ne? Kann man so hinstellen oder auch so hinstellen. Würde auch immer noch funktionieren, also das ist schon mal gegeben, dass es nicht zu weit nach hinten ist oder so, dass es nicht geht. Ich glaube, bei denen wird es ein bisschen schwierig, aber es sollte trotzdem funktionieren. Rahmen an sich kriegt ihr auch überall, also ob ihr nun zu Kaufland geht, zu Ikea, zu Kick, Teddy, Action, DM hat welche. Also eigentlich kriegt man die wirklich überall her. Sogar im Aldi kriegt man im Angebot mal Rahmen. Ja, also da könnt ihr wirklich, die findet ihr überall. Jo, ich hoffe, euch hat so meine Inspiration gefallen. Jetzt weiß ich nicht mal, wie ich den Satz angefangen hatte. Und wenn ja, dann schenkt mir doch einen Daumen nach oben. Und ich habe noch ein paar andere Dinge, die ich schon fertig gedreht habe. Ich komme bloß gerade irgendwie nicht mehr zum Hochladen und überhaupt zum Bearbeiten. Und bei der Hitze da draußen, seht es mir nach, ich habe da keine Lust, vorm Computer zu sitzen. Und irgendwie, ja, fehlt mir einfach gerade momentan so der Elan, etwas zu tun. Aber das hier war jetzt wichtig, weil ich halt heute wieder welche sehe. Eine Freundin ist extra nach Berlin gekommen, die wohnt ganz weit weg und besucht uns. Und sie soll auf jeden Fall auch einen Rahmen kriegen. Und deswegen wollte ich das jetzt schnell abdrehen und schnell fertig machen. Vor allem, was heißt schnell? Also ich habe echt lange gesessen. Gestern war ein langer Tag. Und ja, damit sie auch schnell einen Rahmen bekommt. Ja, dann würde ich sagen, genießt die Hitze. Haltet durch. Es hat bald ein Ende. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.